Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Konrad. Wir schauen uns jetzt die Fischtal V2 an, Version 1.0 in dem Fall. Aber das Ganze kommt vom lieben Lukas G. Gibt es in dem PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um auf dieser Karte spielen zu können. Jo. Die Fischtal haben wir hier in der zweiten Version, also generell ne, V2, V1 in dem Sinne, Version 1. Kommen wir erstmal wiederum zu den Hardfakten der Karte. Erstmal wunderschöne PDA, also wirklich, wirklich wunderschöne PDA hier mit dazu. Dazu kommen wir dann gleich auch noch mehr dazu, aber mashallah. Also das ist wirklich, das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Wir haben hier eine standardgroße Karte an sich. Wir haben das Ganze hier im Deutschen Lande. Wir spielen hier in einer bayerischen Umgebung mit dazu. Sprich, wir haben ein bisschen Hügel, wir haben extrem viele Waldflächen mit dazu. Dazu kommen 161 Felder. Die sind nochmal untergliedert in 134 Ackerfelder und 27 Wiesen. Ne, aber insgesamt dann logischerweise 161 Felder. Wir haben über, Achtung, 50 Waldgebiete. Deswegen für alle Forstliebhaber auf dem PC More Trees Script dementsprechend mit dazu nehmen. Und für generell auch für die Konsole Platinum Addon aktivieren. Ne, weil das lohnt sich hier definitiv mit dazu. Es gibt bis zu 9 Verkaufsstellen laut Modders eigenen Angaben mit dazu. Wir haben unfassbare 30 Produktionen. Dabei muss man allerdings auch dazu sagen, Apfelbäume duplizieren sich hier und die sogenannte Brennholzanlieferung nimmt hier und generell die Pelletanlieferung nimmt hier den meisten Teil halt ein. Trotz all dem haben wir hier noch eine Schreinerei, eine Plattenpresse, wir haben eine Getreidemühle, eine custom-mäßig, wir haben ein custom-mäßiges Sägewerk, wir haben eine Custom-Bäckerei und so weiter und so weiter. Also wirklich, wenn man das aber alles so von oben nach unten zählt, 30 Produktionen, das ist wirklich eine Ansage. Wir haben 8 Höfe, 8 ganze Höfe, das sind nämlich die, die ihr hier auf der PDA, also auf dem großen PDA-Ding mit seht. Und dazu auch gleich am Anfang gesagt, nur Liebe für Lukas, für den Modder oder Mapper in dem Falle. Die Höfe sind mit Zahlen markiert. Man sieht es jetzt schlecht, weil ich die Dinger gekauft habe, aber seht ihr hier, 2, 1, 3, 4, man muss die nicht mehr auf der Karte suchen. Oh, mashallah, wirklich wunderbare Sache, schöne Sache, danke dafür, also wirklich top. Sehr, sehr kundenfreundlich, sage ich mir da mal dazu. Wir haben eine BGA mit drauf. Wir haben Sammelobjekte, aber nicht jetzt diese Standarddinger hier, Traktor, Grubber, Anhänger, sonst was. Nee, Brezeln. Passend zu Bayern, eine schöne Brezel. Ne? Die können wir dementsprechend sammeln. 50 Brezen, wenn das so die Mehrzahl ist, können wir sammeln und dadurch bekommen wir dementsprechend auch Geld mit dazu. Ansonsten noch viele verbaute Gebäude, Custom neue, also neue Custom Gebäude mit dazu, ein Haufen Deko-Objekte, wir haben Feldwege mit Schlaglöchern mit dazu, also alles top dran, aber es gibt keine AI-Planes, die hier verbaut worden sind. Also sprich, wenn ihr den Giant Standard-Helfer nutzen wollt, fahr mal von A nach B und so, das funktioniert nicht, weil die KI-Dinger nicht dabei sind oder die AI-Dinger halt nicht mit dabei sind. Ne? Nur, dass ihr das vornherein wisst. So, das erstmal zum Groben. Wie gesagt, wir haben hier einmal die Höfe halt dementsprechend auf der PDA hier mit eingezeichnet, mit den Icons, was denn alles auf den Hof so ist. Also mit Tiere, was für Tiere und so. Das ist schon mal richtig geil. Dann, wie gesagt, dass die Höfe nummeriert sind auf der PDA-Karte, dass man sieht, wo die sind. Ist richtig geil. Wo die Apfelbäume stehen, haben wir hier Custom-Dinger. Die kann man auch nicht anklicken, aber das ist mit dabei. Und wir haben, für die, die es haben wollen, hier noch so eine Produktions- Auflistung dementsprechend mit dazu, wie wo was irgendwie reinkommt. Auch wirklich coole Sache. Für die Pellets gibt es unter im Shop unter Motzen DLCs hier Fischtal 2 noch die sogenannten Pellet-Tanker mit dazu. Ne, einmal in klein und einmal in groß, beziehungsweise einmal als Drehschirme und einmal als Sattelauflieger. Damit könnt ihr die Holzpellets und die Getreidepellets nämlich transportieren und ihr könnt euch hier Paletten kaufen. Falls ihr keinen Bock habt, die zu produzieren. Ihr könnt sie aber natürlich auch produzieren. Ist klar. So, wenn ihr das allererste Mal startet, startet ihr hier. Das ist auch gleich in der Nähe von unserem ersten Hof, in so einer wunderschönen Bushaltestelle hier mit dazu. Ein schöner alter Kaugummi-Automat. Hier nochmal die PDA-Map dementsprechend in klein gehalten. Und hier auch schon die erste Brezel. Da muss ich aber erstmal hier Flugmodus ausmachen, dass ich hier rankomme. Und ihr seht, eine Brezel 1000 Euro, also ne, nach dem Standardprinzip da, aber es sind Brezen.
Na, also, why not, why not? Coole Sache. So, wir starten dann nämlich einmal genau hier. Na, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier starten wir. Das ist unser erster Hof, beziehungsweise, was ist unser erster Hof? Unser erster Hof ist hier drüben, die 1. Ich habe jetzt hier am Hof 4 und am Hof 3 auch schon Dinge gekauft. Deswegen sind hier überall diese ganzen Icons mit dazu. Wir haben jetzt hier am Shop, der ist nämlich gleich hier. Da starten wir nämlich direkt dran. Ein Gable Stabler haben wir hier mit dazu, ne, um Dinger hier zum Beispiel zu verladen. Und auch hier muss ich sagen, das ist mal ein richtig cooler Shop. Ne, also wir haben jetzt hier Deko-Objekte en masse, Tankstelle hier einmal noch mit dazu. Wir haben hier so eine Art, nur ein kleiner Schuppen, den wir auch dementsprechend hier mit betreten können. Ne, wir haben ein Glas Axion 800 hier mit drin. Aber ihr seht schon, kann ich jetzt hier machen, was ich will. Einsteigen ist in dem Falle nicht. Deko-Dings. Dann hier Maschinen, Heinz in dem Falle mit dazu. Können wir, wenn ich hier einmal reingehe, stinknormal halt betreten. Ne, aber ich komme jetzt hier nicht, kann ich hier klicken, wie ich will. Na, das geht in dem Falle nicht auf. Werkstatt hier mit dazu, Kundenparkplätze etc. etc. Ne? Also schöne Sache. Ist jetzt nicht allzu viel Platz, um Fahrzeuge zu sparen, aber reicht trotzdem aus. Na, müsst ihr halt dementsprechend ein bisschen aufpassen, beziehungsweise halt öfters mal von A nach B fahren, je nachdem. So, dann gehen wir einmal hier schön weiter. Wie gesagt, links von uns ist jetzt Hof 3 und Hof 4, aber wir wollen ja erstmal zu unserem ersten Hof. Deswegen folgen wir ja einmal der Straße. Und das schon mal vorab mitgesagt, die Höfe haben unterschiedliche Größen, haben natürlich auch unterschiedliche Funktionen, ist klar. Aber die Detailfülle auf dieser Karte ist wieder so dermaßen abartig, im positiven Sinne. Das ist Wahnsinn. Erstmal haben wir hier eine Brücke, da haben wir hier so einen kleinen Fluss, der ja dementsprechend durchgeht. Wir haben natürlich auch Soundeffekte passend dazu, ne, ist klar. Und Einfamilienhäuser, mehr Familienhäuser. Wir haben KI-Verkehr, wir haben KI-Leute, wir haben Kennzeichen mit dazu. Wir haben in den Dörfern, je nachdem, so viele Dekorationsobjekte, man kommt aus dem Gucken gar nicht mehr raus. Es empfiehlt sich im Übrigen auch, wie immer, ne, beim allerersten Mal einmal komplett über die Karte zu fliegen, wegen Shader Cache oder so, sonst kann es nämlich echt zu üblen Rucklern teilweise kommen, deswegen. Aber ja, jetzt sind wir hier auf unseren ersten Hof. Der ist einmal hier. Da steht auch unser komplettes Startequipment mit dazu. Das ist Sektor 2. Sektor 241 gehört uns noch, Sektor 237 und Sektor 53. Das ist im Endeffekt hier, ne, Hof 1, Feld 1, Feld 138 noch mit dazu, was uns hier standardgemäß einmal schon mitgehört. Genauso wie hier Feld 248 oder Sektor 248, also Wiese 142 im Endeffekt mit dazu. Und den Rest habe ich hier separat gekauft, ne? So, wir haben hier ein wunderschönes Farmhaus. Lässt sich leider nicht betreten. Können aber von außen alles das machen, was wir ja machen wollen. Und hier 3 Millionen Unterstellmöglichkeiten. Einmal hier mit dazu, wo dann dementsprechend auch unser Startequipment mit dazu ist. Und diese Scheunen generell hier, die sind nicht einfach nur so da, weil sie halt da sind. Sondern auch hier wieder extrem viel Deko. Und das zieht sich einmal hier über die komplette Geschichte, ne? Wir haben ja Unterstand... Entschuldigung, jetzt versagte Stimme. Wir haben ja jetzt hier Unterstand mit Werkstatt hier integriert, ne, und alles irgendwo mit Deko hier zusammengeballert. Wie gesagt, ich habe mir die Karte hier schon mal genüsslich mal mit angeschaut, schon mal alles so im Groben gemacht hier, weil es halt einen fast erschlägt, könnte man sagen, ne? Und das ist wirklich Tobi, ne? Wie gesagt, hier Traktor mit drin, ein paar Anbaugeräte überall. Es ist jetzt nicht dass die Masse an Equipment, es ist auch nicht die Größe an Equipment, aber es reicht vollkommen aus, gerade für das, was die Felder ja generell sind von der Größe her, ne, die sind so meistens klein bis mittel, würde ich jetzt sagen. Es ist jetzt nicht proaktiv hier übelst riesen Felder mit dabei. Deswegen kommen wir damit eigentlich ganz klar. Und zu den Felderformen, die habe ich jetzt am Anfang vergessen zu erwähnen. Ihr seht, die sind alle sehr individuell. Ne? Also von daher kann man durchaus schon machen. Für alle die jetzt nicht rein auf diese quadratisch praktisch guten Dinger stehen, sondern ein bisschen mehr Abwechslung haben wollen, auch hier easy. Kuhstall ist hier dementsprechend ja mit integriert. Und hier gehören euch auch schon ein paar Kühe mit dazu. Da müsst ihr euch um nichts mehr kümmern. Genauso habt ihr hier Sammelwagen, Futtermischwagen, Strohbläser, Ballenwagen mit dazu, alles schon mit drinne. Ihr habt Misttrigger hier draußen platziert, ihr habt ein Silo hier mit platziert, sodass ihr eigentlich sofort halt mit starten könnt, ne? Hier draußen noch eine kleine Weide mit dazu und überall, wie gesagt, hier so kleinere Deko-Objekte, ist es herrlich, ne? Kühle Trigger hier mit drinne. Wir kommen hier oben dementsprechend auch noch rein.
Na, könnt ihr dann hier eure Ballen, euer Stroh oder sonst was zwischenlagern, könnt ihr unten das hinhauen. Ne? Die Gebäude kennen wir ja bereits schon. In dem Falle hier einmal mit dazu. Hier habt ihr dann noch mehr Equipment, ne? Noch einen kleinen Fan, einen Fluch, Miststreuer, Düngerstreuer etc. etc. Und auch die Gebäude so vom Stil her, ne? Das passt halt einfach. Ne, es passt halt wirklich einfach hier wunderschön mit dazu, gibt alles, also alles so in Harmonie, könnte man jetzt sagen, also passt alles sich so optisch richtig schön an, da sticht jetzt nichts heraus, wo du jetzt sagen kannst, oh, das ist jetzt irgendwie deplatziert oder so, ne, hier noch Schwader, Ballenpresse, Mähbalken mit dazu, also eigentlich das ganze Portemonnaie der guten Laune, was euch hier am Anfang mitgegeben wird. Falls ihr aber doch sagen solltet, ah, ich habe hier andere Pläne, dies, das, Ananas, ne, ihr könnt auch die Gebäude teilweise komplett wegreißen, aber ganz ehrlich, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, außer ihr habt wirklich komplett was anderes vor, weil das hat schon alles Hand und Fuß. Hier halt unser Silo, ne? Also ist eine Scheune mit einem Silo dementsprechend mit angeschlossen, mit drinnen hier. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal von oben angucken, ne? So groß ist der Hof gar nicht, aber dadurch, dass wir so viele Gebäude haben, das Ganze auch so logisch alles mit platziert ist, wirkt das Ganze wirklich alles sehr, sehr schlüssig und damit auch sehr groß bzw. sehr inhaltsreich. Füllend. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es am blödesten ausdrücken soll, ne? Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Also wirklich cool. Und das ist einer von 8. Ich wiederhole, von 8 Höfen. Und alle diese 8 Höfe sind auf dem gleichen Niveau. Ne? Also wirklich. Klar, der eine mal größer, der andere mal kleiner. Wir gehen jetzt nochmal hier zurück. Ne? Hier haben wir das Ganze auch, Fischelberg hier, wo wir dann in das Dorf hier reinkommen. Und ihr seht jetzt hier, jetzt sind wir jetzt auf den Hof, ne, also wir sind jetzt einmal hier, sind wir einmal wieder nach oben gegangen, haben wir jetzt hier Hof 3, oben ist gleich Hof 4, ne, und auch hier Farmhaus, ne, Trigger alle draußen, Silo hier mit dazu, Kuhstall in dem Falle hier mit drinne. Zack, können wir das Ganze auch öffnen, da ist jetzt natürlich keine Viecher drin, ne, ist klar, aber so, aber alle Höfe sind wirklich auf dem gleichen Niveau. Ist jetzt zwar ein kleiner Hof, ne, ist klar, hier drüben haben wir dann gleich dementsprechend hier den nächsten Hof. Na, hier schön mit einer Toreinfahrt und so, das ist jetzt wirklich so ein kleiner Mini-Hof, könnte man dementsprechend sagen. Ne? Aber überall sind größtenteils Silos hier mit dabei. Habt ihr Unterstellmöglichkeiten hier mit drinne, habt ihr teilweise Werkstätten mit drinne, könnt ihr ja wie gesagt auch hier auf der PDA-Map halt nachschauen, was ist hier, zum Beispiel Hof 5 ist halt nur ein Schafhof, ne, aber Hof 2, ne, Farmhaus, Silo, Schweine, Hühner, Hof 3, Farmhaus, Silo, Wasser, Werkstatt, Kühe mit drinne und so weiter und so fort, ne, und alle Höfe, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich will es nochmal extra erwähnen, weil es das so einfach wert ist. Alle diese 8 Höfe sind wirklich auf dem gleichen Niveau, ne? Was Dekoration bzw. was den Aufbau angeht. Das muss eine übelste Arbeit gewesen sein. Halleluja. Also, leck mir am Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Also wirklich krass. Das Ganze zieht sich dann auch in den Dörfern halt hier generell weiter. Ihr seht zum Beispiel hier, da haben wir jetzt zum Beispiel mal neue Icons. Das sind dann Verkaufsstellen mit dazu, die wir da mit nutzen können. Größtenteils auch für die Pellet oder mit unter anderem auch für die Geschichten unter anderem mit dazu. Dazu kommen wir aber kleiner mit dazu, bevor ich mich jetzt hier noch dreimal verhaspel. Ne, hier können wir das Ganze auch einmal aufmachen. Da haben wir nämlich hier unser Sägewerk. Hätte jeder gedacht, wenn ihr hier einfach so dran vorbeifahrt, dass das ein Sägewerk ist? Nee, weil die Trigger sind auch schön hier drinne und das ist unser Sägewerk Ernst. Ja. Er nimmt es ernst, seine Arbeit. Und da können wir uns das Ganze ranschauen. Ihr seht Holz als Bretter. Holz als lange Bretter, Brennholz und Paletten. Na, also sprich, ihr haut euer stinknormales Holz, Standard-LS-Holz mit rein und könnt dann hier halt dementsprechend Bretter draus machen. Ihr könnt lange Bretter draus machen, ihr könnt Brennholz machen und ihr könnt die Paletten herstellen. Oder ihr kauft sie halt, je nachdem. Die Produktionen sind auch so logisch in dem Falle aufgebaut, dass die Kapazität sich daran anpasst. Ihr seht, 50.000 Liter Holz passt rein. Das ist jetzt nicht wenig. Und dann hier 2000 Liter, 6000 Liter, 8000 Liter, 4000 Liter, 1800 Liter. Ne, nicht auf die Masse, weil das geht rein logisch ja dann auch gar nicht. Ne? Wenn ihr euch das hier anschaut, ist eine kleine Sägewerk, kleine Bude. Ne? Und das Ganze dann halt auch wirklich so, wie es halt hier dementsprechend ist. Ne? Und guckt euch das an. Das sieht so cool aus. Mit Soundeffekten natürlich alles noch mit dazu, wenn jetzt hier noch Güter drin wären, teilweise noch mit Animationen etc. pp. Ist wirklich geil. Also ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Dann gibt es so kleinere Geschichten wie hier. So ein Bolzplatz. Klar, hat man schon mal gesehen.
Aber so auch noch nicht. Wirklich mal mit Gras, ohne die Markierung, nicht riesengroß, ein Flutlicht drauf, ne, fertig aus. Also wirklich geile Sache. Dann geht's hier, wie gesagt, in die Wälder. Über 50 Waldgebiete, wie gesagt, mit drinnen. Immer dazu, da sehen die Bodentexturen auch alle richtig geil aus. Und diese Waldgebiete sind teilweise auch so weitläufig und auch nicht alle immer an einem Punkt, sondern klar, die haben schon so Art Cluster-mäßig, ne? Aber die sind teilweise nochmal so kleinhaarig hier noch mit unterteilt, sodass ihr, wenn ihr Bock auf Holz habt, gerade am Anfang, dass ihr euch das auch leisten könnt, ne? Dass das nicht diese ewig riesigen Waldgebiete sind, die sechsstellig kosten oder teilweise sogar siebenstellig, ne? Sondern halt wirklich klein verschnitten alles, ne? Sodass hier die Holzwürmer definitiv ihren Spaß mit haben. Und auch hier, ne? So Kuckuck und alles, also auch so Waldsoundeffekte und alles mit drin. Das bayerische Terrain, nenne ich es jetzt einfach mal sprichhüglich, ne, dass auch mal Felder hier ein bisschen Gefälle, ein bisschen Steigung und alles dementsprechend hier mit drin haben, mit dazu. Wir haben hier einfach mal so einen riesen, ja, ich nenne es mal Gebirgspass mit drin, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, ne, aber ihr seht das Ganze ja hier, einfach mal so ein massives Ding, oben mit so einer kleinen Burg hier, hier schreit irgendein... Ja, hier schreit irgendwas rum um sein Leben. Naja, der, keine Ahnung, der bayerische Greifadler, der hat nämlich gerade erfahren, dass die CSU im Wahlkampf gewonnen hat. Da freut er sich erstmal. Und naja, alles halt Mögliche halt hier, ne? Es ist wirklich krass. Und ich kann euch nicht mal im Ansatz hier alles zeigen. Also nicht mal ansatzweise. Aber das Erkunden macht wirklich Spaß und das will ich euch dementsprechend überlassen. Hier, by the way, die BGA, ne? Auch ein Riesending, muss man dazu sagen. Also, was hier Silo, Bunge und Co. angeht, bitte. Da braucht sich gar keiner zu beschweren. Ne? Dann, wie gesagt, diverse Verkaufsstellen mit dazu, beziehungsweise halt die Produktion. Bei den Produktionen selber, da würde ich euch gerne hier nochmal mitnehmen. Das ist nämlich einmal hier die Apfelbäume. Ne? Das sind halt hier solche einzelnen kleinen Teile. Warte mal, muss ich mal die Interaktionsflächen, habe ich die an? Ja, die Interaktionsflächen habe ich an. Ne? Da haben wir halt hier dementsprechend die Apfelbäume. Mit dazu, ihr seht schon, das ist jetzt relativ simpel gehalten, Wasser, Mist dran, ne, Apfel raus, obwohl, was ist simpel, wir haben schon mal Mist, der mit dazu kommt, ne, das ist in dem Fall schon mal klar, weil da kriegt man, wie ihr hier seht, 60 und hier haben wir 120, also mit Mist kriegen wir mehr Zyklen, also haben wir mehr Zyklen, kriegen wir dementsprechend mehr raus, ist ja auch nur logisch. Dann haben wir hier diese Brennholzanlieferungsgeschichten, wie ihr hier seht, ne, die könnt ihr dann halt mit Brennholz machen, kriegt der Hackschnitzel als ausgehende Produkte dann wieder mit raus. Das geht dann aber dementsprechend auch hier weiter runter, dass ihr dann Holzpellets habt, die ihr damit ranliefern könnt. Dann gibt es hier bei dieser Plattenpresse, was dann hier auch einfach eine Produktion in dem Fall ist, mit dazu. Auch die kann man öffnen, ne? Man kann hier reingehen. Das ist sicherlich auch eine Karte, die für RP-Spieler interessant sein könnte. Kriegen wir dann hier diese Spanplatten raus, logischerweise, und wir kriegen diese Holzpellets hier raus. Und diese Holzpellets könnt ihr dann wiederum nutzen, um das dann entweder zu Hackschnitzel weiter zu verarbeiten und oder einfach zu verkaufen. Dann haben wir hier die Getreidemühle, wie ihr hier seht, ne, auch mal, wie gesagt, nicht so ein Standardgebäude, ne, sondern einfach wirklich was Individuelles, was Custom-mäßiges, was aber trotzdem schön aussieht. Wir haben Beleuchtung mit dazu und da können wir halt unser Mehl halt machen. Da wiederum aus Weizen, Gerste, Hafer und Sorghumhirse, so wie man es halt kennt, aber hier modifiziert. Ne, nicht nur was die Zyklen angeht, sondern auch was das Rezept angeht. Wir brauchen hier Paletten dazu und was wir vor allen Dingen hier rauskriegen, sind Getreidepellets, die wir wiederum auch verkaufen können. Und auch hier ist das wieder angepasst worden, was die Kapazitäten angeht. 270.000 Liter, was Weizen, also was das Getreide angeht, 6.000 Paletten, 30.000 hier an Mehl, 100.000 an Pellets und so weiter, weil Pellets, ne, klein sind, dadurch relativ massemäßig und alles. Dann hier die Getreidepellets können wir auch direkt herstellen, nicht nur in dem Falle hier als Abfallprodukt, sondern halt hier wirklich als Masse, wenn ihr das haben wollt, weil ihr das ja, wie gesagt, verkaufen könnt. Mit dazu beim Sägewerk Ernst war mal jetzt schon. Dann gibt es ja noch das Sägewerk Schuster. Einmal mit dazu. Was dann hier auch schön in so einem kleinen Walddings hier, ne? Hier war die BGA, hier ist dann der Schuster mit drinne. Die Bäckerei mit dazu. Ne, klar, vom Gebäude her, ne, aber auch hier ein bisschen customisiert, das Ganze hier mitgemacht, wo er dann auch die Brezen rauskriegt, ne, einfach Mehl, Paletten, Brezen, Brezeln oder Brezel, Brezen? Brezen? Oh Gottes Willen, ich mache mich bei den Bayern unbeliebt, wenn ich nicht eh schon bin, aber die Brezen halt, ne. Ich hoffe, ich spreche mehr oder weniger richtig aus, ne. Molkerei hier mit dazu, ne, kennt man jetzt ja bereits auch soweit, aber hier dementsprechend nochmal ein bisschen angepasst. Weberei in dem Falle hier mit drinne und dann halt, wie gesagt, die Biogasanlage, wo wir ja eh gerade schon waren. So oder so,
Wenn ihr der Typ seid, der viel Wert drauf legt, auf Details, auf Atmosphäre und auch auf Produktion, jetzt nicht in Masse, sondern gemütlich, so, ich nenne es mal so heimatlich mäßig, ganz ehrlich, ihr müsst auf diese Map hier drauf. Ab im Singleplayer oder im Multiplayer ist es für alles gegeben. Für Singleplayer, Leute, ist ja genug da, da ist genug Atmosphäre, da sind genug Details mit dazu. Für Multiplayer haben wir hier 8 Höfe, wo ihr hier alles mit rocken könnt. Für Produktionsliebhaber ist hier alles mit dabei. Für Holzwürmer ist hier alles mit dabei. Rundrum eine extrem gelungene Karte. Und ich habe euch nicht mal im Ansatz alles gezeigt, ne? Also wirklich Top-Ding. Großes Lob an Lukas hier. Wirklich top abgeliefert. Ich hoffe, es wird honoriert mit sehr vielen Downloads und mit sehr vielen Feedback und Bedankungen seitens an Lukas bzw. an das Mapping-Team. Ja, wenn wir uns jetzt hier noch einmal den Log anschauen, ist sauber. Habe ich jetzt hier, steht erstmal nichts drin. Es kann hier und da immer zu irgendwelchen Fehlern kommen, gerade in der Masse. Meldet es einfach im Mod-Hub, im Forum da und dann wird es gefixt, ne? In dem Sinne, Log sauber. Wir reden ungefähr von 635 MB. Ist also auch an sich, wenn die ganze Masse anguckst, noch ein Leichtgewicht. Ne? Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüdelü.